habe ich mich hingesetzt vom Ortsamt Sherlock Holmes mit der Zeitung und Loch da drin und habe dann das Ortsamt beobachtet. Ne? Um 12 Uhr wird geschlossen. Halb elf. Über 11. Mensch, der kaum Bild da. Na, inzwischen sprach sich das ja auch in der Familie, in der Freundschaft rum, ja, dass eben da also so ein Werbeplakat in Deutschland steht von mir. Uns bewundern immer die Leute, was für eine große Familie wir haben. Also das ist wirklich so, es braucht nur einer zu pfeifen oder so, wir wären nie alleine. Und das ist mir weitestgehend, ich weiß auch nicht, bei den Straßenbezeichnungen nicht einmal nicht geglückt. Ja, das war in den 70er Jahren, war man ja noch nicht so kritisch. Ja. Da ließ man einen fremden Mann in die Wohnung. Aber weißt du noch die andere Geschichte, die ich hier erzählt habe, wie ich den meinen Kollegen, ehemaligen Kollegen, den ganzen Cognac über den Pelz gehauen habe? Wirklich war, wenn ich mich jemand fragt, wo war es am schönsten, am interessantesten, dann ist es immer China. Es hatte auch keinen Sinn, dem irgendwie nachzutrauern. Im Grunde genommen habe ich noch eine riesen Verwandtschaft in Schweden, die ich gar nicht kenne.